Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Hoxton. Moin. Ja, ich habe von meinem Anwalt ein Schreiben gekriegt, dass ich eine Rentschke, geerbt habe. Mein Großonkel Theodor, der ist wohl verstorben hier in diesem wunderschönen Ländle. Und deshalb sind Sie heute Morgen hingekommen. Ich finde das toll, dass Sie sich so... Ich war eigentlich im Einsatz, wie Sie das sehen können an meinen Klamotten. Ja. Und ich konnte so schnell nicht, naja, ist egal. Das ist aber ein Notfall, weil ich kann das nicht alleine, Sie wissen, ich bin nur Sie können Frau. Nie was alleine. Und so, und Sie haben jetzt hier diese Hütte hier, oder was? Ja, also der Anwalt hatte mir ein Schreiben gegeben, dass ich jetzt hier hinkommen soll. Und ihr seht das ja hier, links oben steht Willkommen auf der Ranch, folge dem blauen Symbol und liest den Brief. Ja. Und das sollen wir wohl machen. So. Mal ganz kurz, ne? Mal ganz kurz. Leute, passt auf, ganz kurz. Ne? Wir haben uns jetzt gedacht, wir machen das jetzt hier mit dem Ranch Simulator mal eben schnell so, ne? Genau. Uns ist aber was aufgefallen vorhin. Ja. Und zwar, fast in jedem Aufnahmeprogramm, was man so kennt, ist meistens, oder ihr habt die Taste anders belegt, um die Aufnahme zu starten, ist es meistens F9. Bei diesem Spiel ist es aber, oder sagen wir mal so, nicht bei diesem Spiel, sondern bei dem Aufnahmeprogramm, was wir benutzen, und zwar ist das Action. Genau. Ist es so, dass wenn du F9 drückst, dann wäre das Overlay weg hier. Wie zum Beispiel Willkommen auf der Ranch und sowas, alles blaues Symbol, das wäre nicht zu sehen. So, wir haben, sind jetzt mal hingegangen und haben bei diesem Programm die Aufnahmetaste geändert in F3. Und es funktioniert. Ja, ich hoffe nur, da kriegen wir jetzt keine Wechselwirkung mit anderen Dingen. Dass das in dem Spiel irgendwie... Ja, aber dann wir werden hätten wir ein Problem. Aber man könnte ja mal eben gucken, ob man da die F3-Taste... Nee, wir brauchen gar nichts zu gucken. Aber wir gehen jetzt erstmal den Brief gucken. Genau, wir machen jetzt... Herr Hoxton! Ja? Was ist denn? Ich gehe vor. Warum? Ja, entschuldigen Sie mal, mein Großonkel Theodor stand mir nahe. Wahrscheinlich ist das gar nicht der Theodor gewesen, aber es macht nichts. Doch, es war der Theodor. So, wir lesen aber gemeinsam den Brief. So, ich mach mal die Tür auf. So, hier liegt der Brief. Ja, ich nehme ihn mal. Ich nehme ihn mal in die Hand und die Madame liest. Mein liebes Enkelkind, wenn du diesen Brief liest, hast du dich bereit erklärt, meinen letzten Willen zu erfüllen und unsere Familienranch zu übernehmen. Sie ist etwas verwahrlost, da ich keine Zeit und Gelegenheit hatte, mich um sie zu kümmern. Ich habe dir im Haus auf dem Dachboden ein paar Dinge hinterlassen, die dir behilflich sein werden. Ich glaube an dich, Theodor. Ja, sehen Sie? Wo steht denn da Theodor? Egal. So, ihr seht, drücke J, um das Questlog zu öffnen. Das machen wir mal. Boah, ist das hier so windig? Im Sturm. So, und jetzt seht ihr die Ziele. Schalte das Radio an der Wand ein. Und finde das Zelt. So. Ja, das sieht man auch hier oben links. Untersuche das Erdgeschoss des Hauses. So, dann gehen wir mal auf Enter und dann gehen wir jetzt mal gucken. Das ist ja hier voll windig. Machen Sie die Tür zu, bitte. Ja, jetzt fliegt. Oh, Alto, hier ist der Sturm. Oi! Gerade war noch so schön. Fängt hier voll an zu plästern, Mann. Ja, hier, super. Komm her. Komm doch mal zurück. Was oder wolltest du jetzt erst das Dings machen? So, ja, hier. So, das Zelt haben wir hier. Ja, erst das Radio, kommen Sie jetzt. Ja, ja. Wird ja hier ganz nass. Oh mein Gott. Ich hab meine Jacke nicht. Oh, was ist denn hier Leute, los? Leute, was ist denn hier für ein Wetter? Kommen Sie mal, schnell. Gehen Sie. Oh, scheiße. Hi. Was machen Sie denn? Ich weiß nicht, die Tür. Oh. Okay. Wo müssen wir denn hin? Nach oben? Untersuche das Erdgeschoss des Hauses. Wir sollen das Erdgeschoss suchen. Wir sollen ein Radio suchen an der Wand. Warte mal, hier auf der Matratze kannst du auch pennen auf dieser. Dieses verwichste Radio. Lecker. So, hab ich gefunden. Ich schalte das Radio ein. Ja. Ich höre aber nichts. Ja, doch, so ganz leise. Irgend so eine Trullermusik höre ich hier. Ah ja, ja, ja. Okay. Oh, wie sieht das denn hier aus? Sag mal, was hat mein Großonkel hier gemacht? Ja, gruselig. So, wir müssen wieder raus. Wir müssen das Zelt finden. Also hier möchte ich aber nicht wohnen. Das ist ja voll moderig. Oh. Ja, warum? Sie haben das doch angenommen.
Ja, aber da hat der Anwalt gesagt, ja, schönes Grundstück. Ich glaube, wo kam, dass sie einen Anwalt angesprochen hat. So, wir rennen mal eben schnell zum Zählen. Nein, das war der Notar von meinem... Hauen Sie einfach rein, kommen Sie einfach mit. Kommen Sie. Ach Gott, was ist denn hier los? Sie haben noch nie mal eine Jacke an. Die denken auch, sie sind immer nur... Ja. Sie haben immer nur Sommer, oder was? Ich habe das Zelt gefunden. Ich habe gedacht, mein Großonkel hat immer nur gutes Wetter gehabt. So, ich gehe schlafen. So, ich mach mal speichern. Ich penne mal eine Runde. Halte gedrückt R, dann speichert man. Ja. Und mit E schlafen wir. So. Ich stehe aber wieder auf jetzt, weil ich möchte... Wir müssen ein Hindernis entfernen. Aua. So. Boah, Alter, da springst du ja aus dem Zelt. So, los, kommen Sie. Ach, wir, warte mal, wir müssen Hindernisse entfernen. Ja, genau. Also, los. Ich gehe jetzt hier rein, dann ist mir... Oh, wir sollen Leute, die Truhe von meinem Großvater... finden. Alto, ey. Oh, ne, hier kommen wir nicht weiter. Dann gehen wir mal hier durch. Hier kommen wir auch nicht weiter. Dann gehen wir hier durch. Im... ersten Stock des Hauses. Ja, gehen Sie mal langsam, bitte. Da ist die Truhe. Nee, da ist keine Truhe. Wir müssen dann einen Abrissmodus, dann nehme ich den mal. Und dann muss ja, machen Sie das entfernen. Das oder? Und das auch entfernen. So. Sie machen dann alles alleine, ne? Ist okay. So, ich habe. So, jetzt gehen wir nach oben. Und da müssen wir uns bucken. Da ist die Truhe. Wie ducke ich mich hin? Ah, mit C, okay. Oh. Soll ich die aufmachen, die Truhe? Und dann lese ich vor. Aber ich warte, bis sie da sind. Ich bin das noch nicht da, sind zu schnell. Alright? Ja. Ich lese den Brief. Ja. Guck auch. So. Nimm diesen Revolver mit. Im Wald gibt es viele wilde Tiere, die dir Probleme bereiten können. Ich habe etwas Geld und Munition hinterlegt. Noch eine Sache. Du wirst ein Auto brauchen. In der Werkstatt am Eingang der Ranch steht ein altes Nutzfahrzeug. Du kannst es mit Ersatzteilen, die du hier findest, reparieren. Viel Glück. Theodor, ach, mein Großonkel hat nur an mich gewartet. Ich nehme aber das Geld und ich nehme die Waffe. Und dann, was haben wir denn hier noch? Da liegt noch was, was ist das? Patronen, ah, ich verstehe. Hab ich die jetzt auch? Weiß ich nicht. Das ist ja mein Großonkel gewesen. Ich hab die auch. Wenn du das nimmst, hab ich die auch. Okay. So, ich kann wieder aufstehen. Könnt ihr sie erschießen? Mal wieder, da kraucht. Was wolltest du denn? Wir haben jetzt erste Schritte, liebe Leute. Und zwar sollen wir die Autoteile zur Karosserie bringen. So sieht das aus. Wir finden wohl hier da ganz viel Blau. Komm, wir gehen mal nach... Also, sie... Boah, jeder nimmt jetzt irgendwie ein Teil mit. Ja, das ist ja schimmelig. Ich will hier nicht... Boah, ich weiß, dass sie schimmelig sind, das weiß ich. Boah, ich krieg schon keine Luft mehr hier in diesem... Also das nächste Mal schicke ich sie hier in das Gebäude. Och, ich bin doch in dem Gebäude. Widerlich, ey. Meinst du, sie sind alleine oder was? Bilden sie sich eigentlich ein? Machen sie die Tür zu. Nee, lass doch offen, ist doch schimmelig. Nein, da kommt ja noch mehr Feuchtigkeit durch. So schimmelig. Ja. Sie sind auch ganz schön schimmelig. Ich habe den Sitz gefunden, ein... Ich nehme ihn schon mal mit, ja? Ja. Ich guck mal. Können Sie mir mal das Tor? Soll das, ja, ich. Können Sie mir mal das Tor aufmachen, bitte? Ich guck mal. Wir legen die erstmal alle dahin und bauen das gleich zusammen. Schön, rennen wir. Aua. Was? Oh, da war. Das soll ein Auto sein? So, pass auf, ich lege halt mal alles hier hin. Da haben Sie schon mal den Sitz. Ja. Und wir sammeln jetzt alles. Bauen, oder? Wir sammeln jetzt alles zusammen, was wir so haben. Genau, wir sammeln jetzt erstmal die Sachen. Und legen das alles zusammen und bauen das Auto gleich zusammen. Genau, was haben wir denn hier? Da soll was sein. Einmal Reifen. Ah, eine Stoßstange, seht ihr? Noch ein Reifen. Zack. Zack. Hier liegt auch noch was, ein Reifen. Ja, nehmen Sie den mal mit, bitte. Die Stoßstange haben Sie schon. Ja, die habe ich schon. Mhm. Sehr interessant. Also hier müssen wir mal so einiges machen, ne? Kinders. Aber ich bin ja froh, dass sie wenigstens da sind. So habe ich männliche Unterstützung.
Verlassen Sie sich aber nicht darauf. Machen Sie mal offen, genau. Warum? Sie haben keinen Flieger. Also, ich hab ja ihr haben wir alles? Ja, wir haben ja Eigentlich alles zusammen, ne? Ich hab ja ihren Reisepass noch. Ohne den können Sie gar nicht ausreisen. Also ausreißen, ja, aber ich ausreisen. Weiß nicht, warum Sie so einen großen... So. Warum Sie den Mund so weit aufreißen, das verstehe ich irgendwie nicht. So, ich fange schon mal an zu bauen. Haben wir alles? Ich glaube ja, ne? Ups. Okay, ich setze auch schon mal einen Sitz rein. Oh, scheiße. Ach, jetzt weiß ich, wie es geht. E drücken. So, Reifen ist dran. Wit, wit. Reifen ist dran. Wit, wit. Wit, wit. So, Reifen ist dran. Können wir jetzt fahren? Ja, die Stoßstange haben sie noch vergessen. Ach so, die Stoßstange. Ja, dann aber, jetzt aber. Irgendwas und den Treibstofftank. Noch. Ach, der Tank. Den habe ich hier. Hm? Den will ich jetzt mal irgendwie installieren. Ja, ich drücke. Ach, da. Fertig. Ah, unser Auto ist fertig, Herr Hoxton. Ach so, Kanister. Platziere den Kanister mal eben mit dem Ding. Ja, mache ich. Ich habe den jetzt schon mal... Also mit dem Mausrad könnt ihr da drehen. Damit war viel Platz. Ja, das seht ihr jetzt bei meinem Hoxton. Ich kann euch das auch nochmal zeigen. So, wenn ich den jetzt nehme, seht ihr, da ist er hier. Genau. Und wenn ihr dann hier stehen habt, könnt ihr den so mit dem Mausrad drehen. Und genau, wenn er so grün ist, könnt ihr den hinstellen. Aber nur wenn er grün ist. So, ich würde mal sagen, Sie fahren zur Tankstelle. Wir gucken auf die Karte. Mit M machen wir die Karte auf. Und da ist die Tankstelle da hinten. Da. Ach, markieren Sie das doch. Ich fahre ja nicht. Ja, gut. Und immer dran denken, einsteigen. Der das fährt, muss zuerst einsteigen. So, okay, ich bin drin. Ihr könnt aber auch, wenn ihr auf V drückt. Boah, war das V? Also im Auto kannst du die Sicht gar nicht ändern, ne? Machen Sie mal bitte die Tür zu. Welche Tür? Also Sie fahren doch da gleich wieder rein. Nein, machen Sie die Tür zu. Ich möchte nicht, dass da wilde Tiere. Und Sie wissen schon, das ist hier so alles offen. Nachher kacken wir da irgendwelche Tiere rein. Ja, sie kacken auch selber da rein. Ja, dann machen sie das aber auch weg. Wie sieht sich denn hier so? Wie, ich mach das weg? Was sind denn das für Sprüche, hören Sie mal? Ja. Also das gefällt mir nicht, was Sie da sagen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich lasse mir das auch nicht gefallen. Also nicht mehr länger. Das geht so nicht. Bleiben Sie mal kurz stehen, bitte. Es ist ziemlich leise, muss ich sagen. Ich muss mal eben kurz raus, ich muss mal kurz einstellen. Im Hauptmenü, wenn ich das kann. Nee, kann ich gar nicht. Jetzt hast du die Range verlassen. Ach, scheiße. Du solltest doch nur auf Escape. Na, ich wollte eigentlich Audio ein bisschen einstellen. Ja, komm mal, das kann ich jetzt auch nicht. Scheiße. Verdammte Hacke. Doch, du kommst jetzt wieder zurück. Komm, ich gebe dir meine Sitzungs-ID. Die ändert sich ja mit jedem. Mach mal schnell, ist ja egal. Mach mal schnell. Ja, es ist ein großes W, ein kleines H, ein kleines N. Ja. Ein großes Z. Ja. Eine 7. Ja. Ein großes R, ein großes G. Ich will euch nur sagen, dann ändert sich jedes Mal. Genau, also da braucht er gar nicht versuchen. Also er braucht jetzt nicht versuchen irgendwie. Genau. Das ändert sich immer. Genau. Ich komme also mal wieder. Wenn ihr das jetzt hier seht, haben wir schon 10 Aufnahmen wahrscheinlich gemacht oder so. Ja, wahrscheinlich. So, ich muss mal wieder zurückkommen. Ich lauf mal zu Ihnen. Ja, bitte. Sie stehen ja da noch, gehe ich mal von aus. Ja, ich stehe unten am Eingang. Also, Fakt ist auch, wenn ihr zusammen zockt, und ihr wollt eine Einstellung machen, dann fliegt er immer direkt raus. Genau, also ihr dürft nicht Escape drücken als Mitspieler. Ist, also ihr könnt nicht ich mal darf, eben ich darf, aber er darf nicht. Der Mitspieler, also den ihr eingeladen habt. Ach ja, und der Hoxton ist ja so schlecht zu Fuß und das dauert immer so lange, bis er dann... Ach, guck mal, da kommt er angehüppelt. Seht ihr ihn? Da ist er gehüppelt. Haben Sie Hüppel gesagt? Was? Nein. Ich will nein. Vorsichtig sein. Ich habe den Motor ausgemacht, damit wir ein bisschen mehr Sprit haben. Ja, ja, fahren Sie mal los. Wir müssen jetzt tanken. Ach, guck mal. Marianne! Die was? Die ist wahrscheinlich richtig geschockt. Oh, wer ist das denn hier? UPS? Sah eher aus wie der Eiswagen. Mhm. Was ist mit Ihnen los? Können Sie nicht lenken oder was? Nee, nicht so wirklich. Ich bin so happy.
happy. Bin so richtig happy. Weißt du, so eine Bruchbude da? Also. Ja, gucken Sie mal, die Tankstelle, fahren Sie zu Tankstelle. Ich bin noch im Jetlag. Ja, Sie haben auch einen Leck, ey. So, jetzt machen Sie mal fertig da. Hier, fahren Sie zur Tankstelle. Bleiben Sie stehen! Warten Sie doch. So, Auto befüllt. Genau, Sie tanken das Auto. Ich tanke erstmal. Erstmal das Auto. Oder ich tanke das Auto. Nee, dazu müssen wir ja erstmal den Hier den steht Kanister. Auto befüllt. Ja, aber wir müssen doch erstmal den Kanister befüllen. Nein, wir müssen das Auto befüllen. Tanken ja. Sie den Wagen doch einfach voll. Ach, das geht auch. Jetzt geht ja, natürlich geht das auch. Ja gut, dann tanke ich den Wagen. So, ich nehme den Kanister und mache gleich den Kanister voll. Dann tanken wir den Wagen voll. Oh, guck mal, unser ganzes Geld geht raus. Ihr Geld. Ja, ich durfte ja nicht so viel mitnehmen und da war nur so ein bisschen Geld. Fallen Sie nicht über den Kanister, haben wir hinter Ihnen gestellt. So, hängen Sie mal rein. Ja, da kann ich nicht einhängen, doch, da kann ich. So, ich nehme mal jetzt hier das Ding und werde jetzt mal... Also die Hildegard war die... Ach, die Hildegard, die Marianne war die Erste, die sich vorgestellt hat. Die hat gesagt, hallo, ich bin die Marianne und ich kannte die gar nicht. Ja. So, ich... So, Quest abgeschlossen. Wir haben alles getankt. Jetzt müssen wir mit der Immobilienmaklerin. Moment. Ist der jetzt voll, der Kanister? Ja, ja, wenn da kein Treib hatte. Ja, jetzt alles ist klar, jetzt ist er voll. Gut, wir nehmen das wieder, hängen die Klamotte wieder ein. Und ich werde den Kanister mal hier auf die Rücksichtsbank stellen. Hat natürlich richtig Kohle gekostet. So, wir sollen jetzt zur Immobilienmaklerin. Und ich soll fahren, ja? Ja, ich kann auch fahren. Ja, dann fahren Sie doch. Wenn Sie mich dann da hinführen, dann fahre ich. Dann fahre ich. Genau. So, wir gucken mal auf der Karte. Die sagen und zwar jetzt ist die Immobilienmaklerin genau. Wir fahren jetzt dahin. Dahin. Ah, sehen Sie die Markierung? Ui. Ja, die Markierung. Ui, was ist denn mit Ihnen los? Haben Sie heute schon einen Shoppen gehabt? Ich sehe nur den blauen Punkt, ne? Ja, ist okay. Da ist es schon. Guck mal. Ja, hier links gleich. Meine Güte, aber der Hoxen, der hat heute schon Shoppen gehabt, glaube ich. Nein? Also, wirklich. Gut, dann kommen Sie mal rein. So, dann gehen wir mal zu der. Dankeschön. Und, ja, na, gehen Sie mal rein. Alter Verschönheit. Hallo! Alter Verschönheit. Hallo, ich muss mit Ihnen sprechen. Mein Großonkel Theodor. Bist du der neue Besitzer der Ranch? Ja, bin ich. In diesem Fall möchte ich dir die Bauanleitung geben. Dieses Buch wird dir helfen, deine Ranch wieder aufzubauen. Denk daran, dass das Bauen nur auf dem Grundstück deiner Ranch erlaubt ist. Das macht aber hier der Herr Hoxton. Das ist alles, was ich dir sagen wollte. Viel Glück mit deiner Ranch. Vielen Dank. Gut. Jetzt hab ihr ich seht, hier ein Bausystem. Wir haben auf jeden Fall über das Aktionsrad haben wir dann das Buch. Ich weiß genau. Ich weiß immer noch nicht, wo das sein soll. Das Aktionsrad, wo ist das? So, ihr seht jetzt hier links. Ist wo das ist das Aktionsrad? Das ist auf der Tab-Taste. Wenn Sie die Tab-Taste gedrückt halten, dann haben Sie das Aktionsrad. Ah ja, und dann gehen wir auf Bauen und dann seht ihr, habt ihr das Ding. Genau, und dann habt ihr das Aber Büchchen. Wir wollen ja noch ein Radio einbauen. Moment, jetzt steige ins Auto und fahre damit in die Werkstatt. Jetzt müssen wir mal gucken, wo die Werkstatt ist. Ja, so, auf Wiedersehen, Dankeschön. Ja, tschüss, ne? Ich mach mal die Tür zu. Ich gehe mal da hin und Sie kommen im Auto, ja? Wo gehen Sie hin? Ja, kommen Sie doch hier hin, Mensch. Wir müssen doch erstmal hier rein. Wir müssen doch mit dem Typen erstmal quatschen. Kommen Sie doch erstmal hier rein. Bleiben Sie doch nee, ich soll das ins Auto steigen. Wir sollen mit dem Mann... Nein, das steht gar nicht da. Ja, dann steht... gehen Sie, bauen Sie ein Radio ein. Oh. Frauen, ey. Da. Jetzt macht ihr das Ding zu und ich sehe das nicht. Ein Radio. Also jetzt hören wir mal zu. Das geht so nicht. So, ich rede jetzt ab. So, jetzt habe ich ein Radio gemacht. Also die macht alles alleine. Verlasse ich das einfach. Du machst auch alles alleine, ne? Da hast du Spaß, stand ne? Da. Das ist Spaß, ne? Ja, anstatt du wartest, dass ich damit reinkomme, ne? Ja, du wolltest ja nicht. Kann hier, fahr deine Scheiße jetzt selber, fahr zum Baumarkt. Wo ist denn der Baumarkt? Ja, der ist da, der Baumarkt. Okay, dann fahren wir da mal hin. Ja, bitteschön. Hauen Sie rein. Geht's da vorne nach rechts? Kann das sein? Ich,
Fahr doch einfach hier querfeldein. Du hast doch, dafür hast du den Konto. Fahr doch querfeldein. Nein. Denken Sie doch mal an die zukünftigen Kosten. Also wirklich. Mann, Don. Ich kann mit dir nicht arbeiten, mit der Frau. Wieso arbeiten? Du sollst mir helfen. Ich habe dich gefragt, aber ich möchte doch nicht... Dieses Auto hat damals meine Großtante oder meine Ja, das, danach riecht das aber auch. Das hat Theodor alles sauber gemacht. Kommen wir da rein? Weiß ich nicht. Ja, du musst da aber reinfahren. So. Fahr doch da rein! Wo sollen wir denn hier Steig reinfahren? Aus. Ich krieg gleich zu viel hier. Wo willst du denn hier reinfahren? Ich krieg zu viel, ey. Kann man hier reinfahren? Ach, hier kann man... Ach, habe ich gar nicht gesehen. Ja. Entschuldigung. Verzeihen Sie mir, Herr Hoxton. Aber nee. Hier ist sogar kein... Ach, jetzt fährt er da rum. Also, Sie wollten nur mal ein bisschen fahren, ja. So, bevor wir dabei jetzt reingehen, hallo. Was willst du? Leute, wenn ihr das Chaos weiter erleben wollt, schaltet wieder ein. Vielen Dank fürs Zugucken und wenn es euch gefallen hat, lasst ruhig ein Däumchen da und wie gesagt, mal gucken, was wir noch alles so Schönes erleben dürfen. So sieht's aus. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.